Ich bete einfach, dass das Spiel zur Sekunde gespeichert hat. Ich würde es dem Spiel danken. Ich wollte eigentlich auch dekorieren, ne? Kakao, okay. So, was sie eigentlich machen wollte, war die Kakaobohnen auf einen Fleck zu packen. Damit ich nicht immer so lange suchen muss. Und die Dinge immer schön parat habe. Mitkommen. Da sind Kirschen, hier sind noch mal Kakaobohnen. Sonst gibt's keine, ne? Nee. Aber orangene Blumen sehe ich ganz viele jetzt. So. Ja, es geht wieder. Ja, mein PC hatte sich verabschiedet. PC hat Nein gesagt. PC hat heute Arbeitsverweigerung gemacht. Mal wieder. So. Sammeln. Ernte Kakao. Steht da, wie lange sie brauchen zum Spawnen? 36 Minuten, das heißt in einer halben Stunde kann ich wieder hin. Das ist schlecht. Bange Fische verkaufe Spinat. Okay. Problem ist, auf der sonnigen Ebene kann ich keine Fische fangen. Oder sind sie da doch in diesem komischen, düsteren Wasser? Nee. Nee, ich kann jetzt zurzeit keine Fische fangen. Das heißt, wir müssen eine Hauptstory machen. Wir müssen tatsächlich Hauptstory machen. Oder ich mache halt erstmal. Das muss ich einmal kurz das Gelesen markieren. Oder ich mache erstmal die anderen beiden Aufgaben. Rote Beete mit extra viel. Rootbier mit extra viel Kohlensäure in einer Kochstation. Okay, Rootbier. Diese jetzt zählt wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Schade. Diese Kakaobohnen zählen leider nicht. Wie stelle ich Rootbier her? Brauche ich denn für Rootbier? Hallo, Schildi. Wie geht's dir? Rootbier, Rootbier, Rootbier.
Rootbeer. Da. Automatisch auffüllen und mit Kochen beginnen. Okay. Ah, okay, ich glaube, ich weiß es. Getrockneter Ingwer. Und jetzt die anderen zwei Sachen dazu, ne? Das und das waren's, glaube ich. Ja. Hier passt alles aus dem Nierate. Sehr geil. Ja, ich müsste halt auch mal laufen. Ich habe meine Schuhe. Damit bin ich dem ganzen ein großes Stückchen weiter. Aber ja, ich müsste den eigentlich auch nochmal laufen. Ganz, ganz oft eigentlich. Beim letzten Mal, wie gesagt, hatte ich Glück, dass ich für meinen Reaper? Ich glaube, es war für den Reaper. Meine Schuhe endlich gekriegt habe. Mantel ist mega. Der Mantel ist geil. Der Mantel ist echt geil. Oh, hier ist noch meine Kakao-Dingens. Uhuhu. 18. Ich das hier ernsthaft übersehen? So. Gibt das Rootbeer mit extra viel Kohlensäure und das prickelnde und die prickelnde Bonbons in das Fass? Wie soll das Frisches geben? Muss ja mal ein paar Kilometer jetzt fahren. Dauert aber, bis ich das abgeben kann. Wenn man sich auch schon mit den Leuten geht, das eigentlich. Das stimmt. Ich war bis jetzt halt die ganze Zeit immer mit Randoms drin, deswegen, ja. Der ist auch ein bisschen schwieriger. Weil die meisten haben keinen Bock, den Nierraid zu laufen. Was ich zwar irgendwo auch verstehen kann, aber. Ja. Lol. Alle drei hat, geht es recht schnell. Das stimmt. Das stimmt. Ja, zur sonnigen Ebene zurück, um zu sehen, ob der Fluss wieder fließt. Das, ja. Ich muss mal gucken, wann ich das mache. Irgendwann hole ich mir meine Sachen auch. Willst du es mir geben? Nein, also ja, na, nein, aber. Das stand, ich soll Rootbier und die Süßigkeiten ins Fass geben. Und du bist doch Fusches vom Fass. Also, na? Ich soll die Sachen dir geben. Verstehst? Huch, ich bin böse? Ich nehme alles. Das glaube ich dir sogar. Okay, ich möchte aber, bevor wir da reingehen, jede gute Abenteurerin braucht das passende Outfit. Und zwar die passende Reisekleid. Gut, Kleider sind vielleicht nicht optimal, um durch ein Portal zu gehen. Ach du Scheiße, die Kombi geht ja mal gar nicht. Wer hat sich denn die Kombi ausgesucht? Das ist da. Oh mein Gott, okay. Okay, der Löwenoberteil. Die Bonzismatis. Sozusagen, ja. Das ist cool. Jetzt nur noch die richtigen Schuhe. Ich könnte auch hochhackige, aber mit hochhackigen reißt es sich schlecht. Also die Hörner habe ich ja. Strümpfe habe ich keine, okay.
Achso, nee. Dann lieber keine Kette. So. Reisekleidung fürs Portal. Okay. Das sieht gruselig aus. Rückkehr ins Dreamlight Valley. Das ist jetzt aber ein bisschen schlecht, dass wir in der sonnigen Ebene halt nicht mehr rein dürfen. Da darf ich? Nee. Nee, ist immer noch alles verdorben. Zeige Merlin, was du gefunden hast. Ich muss Merlin so viel zeigen. Gut, kann ich leider immer noch nicht. Was habe ich denn jetzt schon wieder hier gefunden? Ach, den Samtteppich. Merlin! Wo bist du hin? Ah, da oben. Ja, die wunderbare glitzernde Spur. Ich bin doch hinter dir. Hallo Merlin. Da bist du ja. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Ich gehe einfach von oben nach unten. Prinz Erik war die ganze Zeit in den Fängen der Meerhexe. Oh je, wie ich sehe, hat sie ihm seine Freiheit zurückgegeben. Aber nicht seinen Körper. Das ist genau das, was ich von einer Gaunerin wie Ursula erwarten würde. Sie betrügt immer, um zu bekommen, was sie will. Nämlich vor ihren acht. Wie es der Zufall so will, habe ich gerade ein Buch über Verwandlung gelesen. Es könnte der Schlüssel sein, um Erik zurückzuverwandeln. Der Titel lautet: Verwandle deine Sorgen weg. Wie man in drei einfachen Schritten einen Froschspieler in einen Prinzen verwandelt. Aber Erik ist kein Frosch. Natürlich ist Erik kein Frosch, aber er ist ein Prinz, also sollte der gleiche Zauber wirken. Was ist der erste Schritt? Mal sehen. Der erste Schritt, um einen Frosch in einen Prinzen zu verwandeln, besteht darin, ihm ein königliches Zuhause zu bauen. Ich schätze, das bedeutet, dass du hier im Dorf erst einmal ein Haus für Prinz Erik bauen musst. Verstanden, ein Haus für Prinz Erik bauen. Was ist der nächste Schritt? Als nächstes braucht der Prinz einen Gegenstand, der ihn in der menschlichen Welt verankert. Sobald du sein Haus gebaut hast, musst du es nach etwas durchsuchen, das für Erik wichtig ist. Mein Haus bauen und einen Gegenstand finden, der ihm sehr am Herzen liegt. Verstanden. Die Frage ist, wie kann ein Gegenstand in seinem Haus sein, wenn er in dem Haus noch nie gewohnt hat, weil ich es ja gerade erst gebaut habe. Wenn man Disney-Spiele zu logisch nimmt. Was ist der dritte Schritt? Dem Buch zufolge ist der letzte Schritt ein Klassiker. Der Kuss der wahren Liebe. Also, ich werde ihn nicht küssen, so viel ist sicher. Niemand verlangt von dir, dass du Erik küsst. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Frage ist, warum liegt der Strom? Nein! Schildi, nein, nicht schon wieder. Nein! Nein! Warum werde ich damit eigentlich immer gefoltert? Nein, nicht Strom! Von mir kriegst du keine Antwort darauf. Es reicht, dass Frisches das immer bringt. Es reicht. Ich kann es nicht mehr hören. Das Schlimmste ist, du hörst es halt auch irgendwie gefühlt in Gamestream, wo du denkst oder so, warum verfolgt mich das jetzt? Maske und so, ja, genau. Genau, Frisches. Maske und so. Ich brauche keine Antwort. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Es reicht, dass ich das weiß, dass ich leide dadurch. Nein, alles gut. Es ist Ariels Liebe, die Erik zurückbringen wird. Wenn du einen geeigneten Gegenstand in seinem Haus gefunden hast, bring ihn zu dir und lass sie dreimal seinen Namen rufen, während sie sich Erik so vorstellt, wie er sein sollte. Das sollte ihn zurückbringen, um sicherzustellen, dass der Zauber von Dauer ist. Muss sie ihn klar danach küssen. Klar danach küssen. Viel Glück. Mhm. Sehr freundlich. Okay. Alter! Wie groß wollen sie das? Ah, Alter. Ist das sein Ernst? Wo soll ich denn damit hin? Junge, ey. Kommt das erstmal da hin? Ich kann die Häuser ja Gott sei Dank danach nochmal umstellen. So. Die antike Tür. Hm? Eine Steinplatte bedeckt mit Schnitzereien oder eher Runen, wie es scheint. Ariel hat es nahe einer Tür in einer Höhle in der Nähe vom schillernden Strand gefunden. Weißt du, was es ist? Nun, es ist wahrscheinlich eine Art Schlüssel. Aber was sich hinter der Tür befinden könnte, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Weißt du, ich habe schon immer gedacht, dass schon lange vor uns Leute auf dieser Insel gelebt haben. Dreamland Valley ist alt. Sehr alt. Noch älter als du? Das kann nicht sein. Ich muss dir sagen, dass ich für einen Zauberer gerade mal ein Jungspund bin. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer die Leute waren. Aber diese Runen müssen ihre Sprache gewesen sein. Ich habe sie bereits an verschiedenen Stellen im Dorf gesehen. Ich habe gerade erst damit begonnen, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Mal sehen. Lass jetzt halt. Ich glaube, ich weiß, was hier steht. Die Leute, die diese Tür gebaut haben, wollten sicher gehen, dass niemand alleine hindurchgehen kann. Du wirst etwas von anderen Dorfbewohnern brauchen, um hineinzukommen. Ferkel. Wir können versuchen, alle zusammenzudrücken. Das magische ist Magie. Nur eine Art von Magie, nehme ich an. Anscheinend vertrauten die Leute, die diese Runen schrieben, ausschließlich auf Gefühle und die Macht von Geschichten. Um die Tür zu öffnen, musst du diese Steinplatte verzaubern, indem du sie mit feuriger Leidenschaft. Da könnte man jetzt verdammt viel drunter verstehen. Okay. Schäumender Wut, vollkommener Freude und überschwänglicher Begeisterung fühlst. Wie soll ich das denn machen? Finde einfach vier Dorfbewohner und lass die Steinplatte halten, während sie jede Emotion füllen. Klingt, als hätte jeder eine Art, eine Menge Arbeit vor mir. Mal wieder. Vielleicht kann Ariel dir dabei helfen, herauszufinden, welche Dorfbewohner am besten die Emotionen verkörpern, die du suchst. Und jetzt lauf. Hier. Guck mal. Google. Mach was mit Google. Jetzt komm schon. Wie ich sehe, hast du das Problem des Flusses in der sonnigen Ebene behoben. Jein, es ist immer dunkeldüster. Aber nach deinem Gesichtsausdruck zu schießen, gibt es etwas anderes, das dich bedrückt. Komm schon, raus damit. Als sie aus dem Vitalismin kamen, sah ich das Vergessen. Erstaunlich, hör jetzt nicht auf, wie geht es weiter? Merlin, das Vergessen sah aus wie... wie... ich? Wie du? Hey da... was? Hey da raus. Das ist sehr verwirrend. Lass mich darüber nachdenken. Nun, es wäre möglich, dass das Vergessen ein Splitter von dir ist, der zurückblieb, als du das Tal vor langer Zeit verlassen hast. Wie soll das gehen? Wenn wir älter werden, gibt es immer Teile von uns, die wir zurücklassen. Teile von uns, die nicht mehr, ich nehme an, man könnte sagen, zu uns passen. Aber nur weil wir mit einem Teil von uns abgeschlossen haben, bedeutet das nicht, dass dieser Teil von uns... mit uns fertig ist. In dem Fall könnte sich das alles buchstäblich manifestiert haben. Ist das jetzt meine Schuld? Nein, nein, ich versichere dir, dass nichts davon deine Schuld ist. Ursache und Wirkung sind kompliziert. Die einfachste Aktion kann zu unerwarteten Reaktionen führen. Hier im Tal sind die Dinge besonders kompliziert. Alles, was zählt, ist, was du in deinem Herzen trägst. Wir alle wissen, dass du nur das Beste für das Dorf willst. Hehe, zerstören und verbrennen. Nein. Nun, ich habe immer schon gewusst, dass du der Schlüssel zur Wiederherstellung unseres Tals bist.
Apropos Wiederherstellung vom Dreamlight Valley. Das Vergessen hat das fallen lassen. Ah, die Kugel der Pflege. Nicht der Pflege. Damit können wir die Säule auf der sonnigen Ebene wiederherstellen. Nicht so schnell. Irgendwas stimmt damit nicht. Sie ist so trüb. Ja, ich sehe es. Nun, diese Kugel bezieht ihre Energie aus dem natürlichen Leben. Als du sie zum ersten Mal in die Säule auf der sonnigen Ebene gesetzt hast, brauchte sie ziemlich lange, um aufzublühen. Aber dann verwandelte sie eine trockene Wüste in eine üppige Oase. Du musst sie vor der Säule in den Boden pflanzen und der Natur ihren Lauf lassen. Ist das euer Scheiß erst? Das heißt, es dauert wieder Tage und ich kann die Aufgabe nicht beenden. Das klingt, als würde es eine Weile dauern. Nun ja, aber es gibt keinen Grund, warum wir der Natur nicht mit wenig Magie auf die Sprünge helfen können. Hm? Wie meinst du das? Ich habe mich endlich daran erinnert, was wir früher in den Vitalismin abbauten. Es waren keine seltenen Edelsteine oder Edelmetalle. Dort gibt es Kristalle, die in Verbindung mit einigen anderen magischen Zutaten die Flora rund um das Dorf mit viel größerer Geschwindigkeit wachsen lässt. Was normalerweise Monate gedauert hätte, dauert jetzt nur noch wenige Tage. Zuerst musst du einmal einige Vitalis-Kristalle aus den Minen abbauen. Dann stelle daraus das Wunderwachstumselixier her. Ich habe das Rezept dafür nach unserem Gespräch vorhin selbst herausgesucht. Sobald du alles erledigt hast, sprich mit mir und ich erkläre dir den nächsten Schritt. Und jetzt. Und jetzt hinfort. So in etwa. Nein, da muss ich es herstellen, glaube ich. Ja, wir sollen endlich wieder eine neue Truhe. Dann muss ich einmal da runter. Wir müssen einmal gießen.